Ich würde sagen, es gibt inzwischen relativ viele Banken, die sich auch wirklich auf den Weg gemacht haben, die ähnlich, also dazu würde ich uns als Edeka Bank auch zählen, die sich eine Nachhaltigkeitsstrategie gegeben haben, da ambitionierte Ziele verfolgen und das konsequent umsetzen. Dann gibt es natürlich die Nachhaltigkeitsbanken, die das Geschäftsmodell haben. Die sind immer natürlich noch mal einen Ticken weiter. Und dann gibt es eine Reihe von Banken nach wie vor, die, glaube ich, gerade erst anfangen. Also mit ersten Schritten in Richtung Klimabilanz. Was ist eigentlich überhaupt unser Fußabdruck? Was sind so die Handlungsfelder im Bereich Nachhaltigkeit? Da kommt schon Bewegung rein, auch durch die Regulatorik. Also im Bereich Banksteuerung ist das Thema Nachhaltigkeit dann inzwischen doch ein klarer Begriff. Insofern bin ich da recht zuversichtlich, dass immer mehr und mehr Bewegung reinkommt. Ganz grob gibt es zwei Oberbereiche. Das ist einmal das Kerngeschäft und dann die Geschäftsperipherie. Im Kerngeschäft haben wir die Eigenanlagen, also das Depot A nach Nachhaltigkeitskriterien zu bewerten und entsprechend auszuwählen, was an Emittenten auf dem Markt ist. Wir haben die Kreditvergabe. Auch da fangen wir mehr und mehr an, Nachhaltigkeitsaspekte mit einfließen zu lassen, zum Teil über Sonderzinssätze oder auch überhaupt, dass wir anfangen, mit unseren Kundinnen, also mit den Firmenkundinnen, darüber zu sprechen. Und wir haben das Thema Produkte, Nachhaltigkeitsfonds. Nachhaltigkeitsfonds auf der einen Seite und das Thema nachhaltiges Girokonto, was wir ja heute auch platziert haben, auf der anderen Seite. Das wäre so der Bereich Kerngeschäft und das ist auch das, worauf der Fokus liegt, weil da haben wir den Hebel. Da können wir tatsächlich was bewegen im Bereich Nachhaltigkeit. Die Geschäftsperipherie ist auch wichtig, ist aber im Prinzip eher so wie so eine Basishausaufgabe. Da fällt mit rein der Eigenbetrieb, also dass wir schauen, was können wir in der Betriebsökologie verbessern. Wir haben beispielsweise jetzt gerade uns entschlossen, so smarte Heizthermostate installieren zu lassen, die einfach besser erkennen, es ist Samstag oder Sonntag, hier sitzt niemand, ich brauche nicht heizen, die Heizung runterregulieren, weil das nach wie vor tatsächlich ein Thema ist, insbesondere in Zeiten von mobilen Arbeiten. Dann haben wir das Thema Lieferkette, dass wir einfach mehr und mehr mit unseren Dienstleistern und Lieferanten über das Thema sprechen und da einfach auch anregen, setzt auch ihr euch eine Nachhaltigkeitsstrategie, auch das zahlt auf unser eigenes Konto im weitesten Sinne ein. Wir haben dann natürlich das Thema Banksteuerung im weitesten Sinne, das ist also ein bisschen auch die Schnittstelle zum Kerngeschäft, dass wir schauen, was sind Nachhaltigkeitsrisiken in unserem Portfolio, wie können wir die reduzieren und aber auch, wie können wir uns wirklich auf Basis eines guten Datenmaterials Nachhaltigkeitsziele setzen für Kredit, Geschäft und Eigenanlagen. Also wir haben auch da die Klimaschutz-Selbstverpflichtung der deutschen Finanzindustrie unterschrieben, die eben genau das besagt, wir richten unsere Finanzströme so aus, dass sie well below 2 degrees, also Paris-kompatibel sind und da wirklich einen Beitrag leisten zur Erreichung der Klimaziele. Also der Fokus ist tatsächlich eben das Kreditgeschäft, da noch mehr Instrumente auch unseren FirmenkundenberaterInnen zur Verfügung zu stellen, dass sie eben besser beraten können zu dem Thema. Dass wir es einfach intuitiv sozusagen mitlaufen lassen, das ist so ein Themenbereich. Und ansonsten ist auch nach wie vor das Thema Mitarbeitersensibilisierung zu dem Thema sehr, sehr wichtig, weil wir wissen aus diversen Studien, je mehr ich mich über das Thema Nachhaltigkeit informiert habe, umso nachhaltiger verhalte ich mich auch in aller Regel. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber grundsätzlich kann man das als Annahme treffen. Und da haben wir zum Beispiel jetzt gerade frisch auch so eine kleine eigene Mitarbeiter-App ausgerollt, in der die Mitarbeiter Spiele spielen können, Nachhaltigkeitsquizzes beantworten, darüber Punkte sammeln. Und diese Punkte können sie dann per Crowdfunding wieder in Nachhaltigkeitsprojekte bei uns in der Bank investieren. Das heißt, sie entscheiden mit, wie sieht eigentlich unsere Nachhaltigkeitsstrategie aus? Und wenn sie sagen, ja, also wir hatten zum Beispiel eine Idee, so kleinere Nachhaltigkeitsflyer auf Samenpapier zu drucken. Und wenn die dann sagen, ja, das finde ich jetzt irgendwie unnütz, weil am besten machen wir nur digitale Flyer, dann ist das Ergebnis und dann handeln wir auch entsprechend danach. Also das ist so ein erster Step, den wir da gehen. Ob der funktioniert, finden wir dann heraus, aber auf jeden Fall ist auch das ein großes Handlungsfeld.